Ja Leute, was gab Drops hier back im Stadtbildchen? Herzlich willkommen zu weiterem Video hier von Anonymous Kleinchen. Und auf jeden Fall erstmal nochmal zu dem ganzen Ding, zu dem Video vor um 15 Uhr, was hochgekommen ist. Das ist auf jeden Fall unser wichtigstes Video, also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und ich habe auch noch einen Gast dabei, der könnt sich erstmal vorstellen. Yo, what's up YouTube und herzlich willkommen auf dem Anonymous Clan Channel. Ja, mein Name ist Jugo, ich denke mal die meisten von euch werden mich kennen, wenn nicht, ich bin der Reverse Leader. Und ja, ich habe, also Drop hat mich gefragt, ob wir heute mal wieder ein Duel aufnehmen wollen und dann habe ich natürlich nicht nein gesagt und ja, ich, wie gesagt, das ist das wichtigste Video von Anonymous und ja, ich sage jetzt noch kurz was zum Gameplay und dann fangen wir direkt mit dem Video an. Und zwar seht ihr im Hintergrund eine Quad Nuclear, das Ganze wurde von Jan aka Multiteam Legend erspielt. Schaut gerne bei ihm auf den Clan, Channel vorbei für mehrere krasse Gameplays. Und ja, wie gesagt, das ist eine Quad Nuclear mit End of Hijack, glaube ich, also ein relativ krasses Gameplay. Und ja, lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst Jan ein Abo da und lasst dem Anonymous Clan Channel ein Abo da und würde ich sagen, kommen wir langsam mal zum Thema. Und auf jeden Fall werdet ihr ja schon im Titel sehen, unser wichtigstes Video, Anonymous gehackt, Fragezeichen, irgendwie sowas. Und zwar, wir werden keine Person nennen, die das Ganze gemacht hat, weil wir der keine Aufmerksamkeit und so weiter schenken wollen. Und zwar hat das Ganze gestern so angefangen, das Video von Corki kam und er ist ja wie gesagt Co-Leader, weiß glaube ich jeder, dass der schon über ein Jahr Co-Leader ist fast. Und dann hat die andere Person gemeint, er wäre als einzigster Co-Leader, irgendwie sowas. Und dann sieht man nur in der Gruppe nur noch so, ciao. Und die Person hat die Gruppe verlassen. So, dachte man so, alles ist okay. Aber die Person hat halt die Daten vom Clan-Channel. Und dann auf einmal sehe ich, ich gehe so in die Beschreibung, alles noch normal, weil man checkt ja immer zweimal die Beschreibung oder so, kennt vielleicht Hugo auch nicht, dass man irgendeinen Fehler gemacht hat. Ja. Und dann war das Ganze so, ich kriege auf einmal einen Kommentar an den Clan-Channel halt von dem Video, falscher Gameplayer-Spieler verlinkt. Ich gehe so auf den Kanal, auf einmal ist die Person verlinkt, die den Clan verlassen hat und die Clan-Daten hat. Ich denke mir so, okay, ich ändere mal das Passwort. So, dann, ich habe das Passwort geändert. Auf einmal, ich komme nicht mehr in den Account rein mit dem neuen Passwort. Musste ich mich wieder mit dem alten Passwort anmelden, weil man kann ja dann das Passwort eingeben, zu dem, was ich jetzt erinnern konnte, war ich wieder drin. Und dann sehe ich auf jeden Fall so bei Sozial zum Beispiel Kommentare mit so, kann ich joinen und so weiter mit dem Clan-Channel, was halt meiner Meinung nach gar nicht geht. Und dann war mir eigentlich schon klar, dass die Person das ist. Und dann wollte ich wieder versuchen, das Passwort zu ändern. Dann war das Passwort wieder geändert. Ich kam die ganze Zeit nicht in den Clan-Channel vernünftig rein, weil immer das Passwort geändert worden ist. Und dann war es wahrscheinlich so, dass die Person irgendwas mit dem Channel machen wollte, den abziehen wollte oder so. Aber ich habe auf jeden Fall dann den Clan-Channel mit meiner Handynummer gesichert. Also immer, wenn man Passwort ändern will oder allgemein in den Account rein will, muss man dann. Und auf jeden Fall habe ich dann gemacht, dass man nur noch mit dem PIN, was ich auf mein Handy bekomme, wenn man sich einloggen will, in den Account reinkommt, dass auf jeden Fall so Sachen nicht mehr passieren werden. Die Account hat, die Person hat auch auf jeden Fall auch nicht mehr die Daten, also da ist jetzt alles gesichert. Ich finde es halt einfach nur eine dreiste Aktion, sowas zu machen, wenn man im Clan war. Und Hugo kann ja auch mal noch seine Meinung dazu sagen. Ja, also guck mal, diese Person, die hat eventuell auch schon mal selber einen Clan geleitet. Und ganz ehrlich, sie muss wissen, wie viel Kraft, Energie und Aufwand halt in so einem Clan stecken, in so in YouTube-Videos. Und deswegen macht das Ganze noch dreister und asozialer, dass er einfach so versucht hat, den Channel wegzunehmen, zu löschen oder keine Ahnung, irgendwas halt mit dem Channel zu machen. Ich finde es halt einfach, es ist halt einfach wieder so ein Beweis, dass man in der Szene so gut wie keinem vertrauen kann und selbst den Leuten, bei denen man denkt, dass sie vernünftig im Kopf sind, dass sie auch wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt, selbst die nutzen euch aus oder wenn die so mad sind, dann denken die Leute nicht nach, weil sie einfach dumm im Kopf sind, weil sie einfach Opfer sind, die nichts anderes im Leben erreicht haben, als sich wenn man halt irgendwie gekickt wird, sich so zu wehren, ist der größte Schwachsinn, statt sich irgendwie zu entschuldigen oder keine Ahnung was. Irgendwie zu versuchen mit dem Leader zu interagieren, versucht man halt den Clan-Channel zu löschen. Das macht halt in meinen Augen ziemlich wenig Sinn. Auf jeden Fall kann man euch als kleine Message so geben an alle kleineren Clan-Leader, also alle, die jetzt einen kleineren Clan haben, so YouTube-technisch gesehen.
Vertraut wirklich nur Leuten, die Clan-Channel-Daten an, bei denen ihr auch zu wirklich 1000% wisst, die machen keine Scheiße damit, und sichert auf jeden Fall euer Passwort, so wie Drop gesagt hat, über eure Handynummer. Und am besten geht ihr noch in irgendwelche Netzwerke, damit, wenn irgendwie mal was Ernsthaftes passiert, dass dieses Netzwerk euch auch helfen kann, da rauszukommen. Oder zum Beispiel, wenn euer Channel gehackt wird, dass das Netzwerk euren Channel wieder zurückholt. Wir hatten ja zum Beispiel bei NK das Beispiel, dass das ganz schnell gehen kann mit dem Channel weg. Und wenn NK damals ein Netzwerk gehabt hätte, wäre das wahrscheinlich auch nicht passiert. Und die hätten jetzt bestimmt schon 10.000 Abonnenten oder so. Und deswegen, Jungs, sichert euch immer ab. Gebt nicht irgendjemanden eure Clan-Channel-Daten. Sichert es mit eurem Handy ab und geht am besten noch in irgendein Netzwerk. Weil dann seid ihr einfach dreifach gesichert, und Sicherheit ist immer das Wichtigste bei generell im Leben. Ja, auf jeden Fall. Was ich auch noch dazu sagen wollte, die Person hat auch noch mit Mumbo gelabert und er hat sich auch sozusagen entschuldigt, aber die Begründung war, warum er es gemacht hat, es wäre Spaß gewesen und so weiter. Und davor hat er auch irgendwas gefaselt, ich wäre respektlos, aber meiner Meinung nach ist sowas respektlos. Erst recht, wenn man weiß, wie viel Arbeit in sowas steckt, weil ihr müsst mal denken, wir haben über 200 Videos auf dem Channel, wie viel Arbeit und Kraft und Nerven das sind. Weil das ist nicht einfach so, dass man einfach mal so in 2 Minuten ein Video gemacht und es auch noch so schnell hochlädt. Das ist vielleicht bei manchen so, die ein Video in einer Minute hochladen, aber bei mir ist zum Beispiel zurzeit auf jeden Fall nicht so, dass zurzeit muss ich ein Video in 2 Stunden oder so hochladen, was schon mega die Qual für mich ist. Normal habe ich meine 2 Minuten oder so hochgeladen, aber am Freitag kriege ich auf jeden Fall meine neue Leitung und dann wird es auf jeden Fall wieder schneller gehen, aber auch Yugo wird wissen, wie viel Stress und so weiter das auch ist. Es steckt einfach unnormal viel Zeitaufwand dahinter, weil selbst wenn man nicht am Kommentieren ist oder nicht ein Gameplayer-Spieler ist oder sonst was, das Ganze zu organisieren, nimmt wirklich viel Zeit in Anspruch. Und ich finde, jeder, der das in Frage stellt, sollte das einfach mal selber versuchen, so einen Clan zu leaden und irgendwie Daily Upload oder sei es nur 3 Uploads die Woche. Er soll das einfach mal selber organisieren und dann sieht er, wie stressig das ist. Ich glaube, dass das Organisieren die meiste Arbeit ist, weil als Kommentator steckst du zwar viel Arbeit in die Mühe des Videos, allerdings hast du halt nicht so einen Stress, weil dir sagt man halt irgendwie 3-4 Tage davor Bescheid. Du sagst dann entweder ja, ich kann oder ja, ich kann oder ich kann nicht. Und dann lieferst du dein Video ab und das war's dann im Grunde schon. Aber als Leader bist du ja 24/7 sozusagen beschäftigt, oder also nicht 24/7, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr müsst halt ständig irgendwas organisieren, irgendwas klären, wenn es Beef gibt oder sonstiges. Und deswegen finde ich das einfach asozial, versuchen alle Videos oder sogar den ganzen Channel zu löschen oder die Daten zu ändern oder was auch immer. Es ist einfach nur respektlos, und abgesehen davon ist es, glaube ich, auch eine Straftat, oder nicht? Also klar wirst du den nicht anzeigen, aber ich glaube, das ist auch eigentlich auch theoretisch eine Straftat, oder nicht? Ich habe keine Ahnung davon, ob was. Aber so ist eine Straftat. Ja, weil NK hat doch diesen Typen angezeigt. Ach so, ja, wegen. Oder? NK hat doch diesen einen Typen angezeigt, deren Channel, der Hacker da. Wollten sie auf jeden Fall, das weiß ich auch, aber ich weiß nicht, ob sie es gemacht haben. Ja, keine Ahnung, ist auch egal. Es ist auf jeden Fall asozial und es reicht auch. Und Jungs, auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, bei Reverse gibt es auch noch ein Video von uns beiden. Da reden wir über den ganzen Beef, was zwischen den beiden Clans, also zwischen Anonymous und Reverse war. Wäre auf jeden Fall nice, wenn ihr da auch vorbeischauen könntet. Und auch ein Abo natürlich da lassen, würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat, bewerten, kommentieren, nicht vergessen, ich lasse jetzt Jugo das Schlusswort. Ja, wie gesagt, wenn ihr euch interessiert, warum es zwischen Reverse und Anonymous Beef gab, dann schaut gerne bei uns auf dem Channel vorbei. Ich denke mal, es wird irgendwie der zweite, dritte Link oder so in der Videobeschreibung sein. Dann könnt ihr da gerne vorbeischauen. Da wird alles ausführlich erklärt. Und ansonsten würde ich sagen, haut rein. Macht euch noch einen schönen Tag oder so und haut rein.